Hey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vielen Dank erstmal fürs Einschalten. Ich wollte euch nur sagen, mich würde es sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr die Glocke aktivieren würdet. Das wäre wirklich sehr korrekt und das wäre auch voll korrekt, wenn wir auf dieses Video vielleicht die 5000 Likes schaffen würden. Deswegen lasst alle auf Info-Basis ein Like da und dann würde ich sagen, grüße ich mal drei Leute in diesem Video, die beim letzten Video Like da gelassen haben, Glocke aktiviert haben und so weiter. Also einmal der Crazy Gamer und einmal den Samir Marinif und den Ehrenbruder Momo 8. Deswegen, falls ihr auch gegrüßt werden wollt, macht einfach das, was ich euch gesagt habe. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier gerade in Holly Hatches. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was heute alles passieren wird, denn die Sonne scheint. Ich bin gerade hier ein bisschen draußen. Dieser Baum ist auch sehr schön. Ja, es ist auf jeden Fall richtig schön. Halloween sind vorbei. Wir hatten echt eine schöne Zeit. Und ich muss ehrlicherweise sagen, der Nebel ist auch zum Glück verschwunden. Aber die Kinder waren einfach letztens, gestern und so weiter gar nicht draußen, muss man ehrlicherweise sagen. Denn an Halloween sind ja die meisten Leute draußen. Aber gestern waren da wirklich keine Leute draußen. Finde ich auch komisch. Ja, meine Freundin ist gerade nicht zu Hause. Sie ist gerade bei ihren Eltern. Und ja, mal gucken. Oh, bekommen wir etwa Besuch? Hallo? Wer ist denn da? Ah, Bro, wie geht's, Digga? Ich bin's, Oxy. Alles fit? Ja, passt, Bro. Und bei dir? Möchtest du reinkommen? Komm rein, Bro. Natürlich, ja, Digga. Gerne. Ja, warte. Setz dich mal hin. Ich hol dir was zu essen. Korrekt. Bro, das muss eigentlich unbedingt sein. Kannst du mal bitte herkommen? Ich muss mit dir wirklich ganz wichtig etwas bereden. Ja, klar, Oxy. Was ist denn los, Bro? Also, schau mal, deine Freundin ist ja irgendwie zurzeit im Urlaub oder so was, ne? Ja, sie ist gerade bei ihren Eltern, aber sie kommt dann heute Abend schon. Ja, auf jeden Fall. Es gab irgendwie so ein. Also, ich muss einfach ein bisschen leiser reden. Ich habe echt Angst, dass sie uns irgendwie beobachtet. Es gibt so einen richtigen Psychopathen in der Stadt, Digga. Okay. Der sucht überall nach deiner Freundin, Mann. Der hat in der Mülltonne so geguckt. Der hat mich so die ganze Zeit ausgefragt. Der hat mich so gefangen genommen. Meinte so, sag mir, wo Nates Freundin ist. Du kennst Digga, sie gut. Was? Du bist der beste Freund von ihm und was? Sowas. Digga, krass, Mann. Irgend so ein Typ hat das zu dir gemacht? Ja, ich glaube, der hieß Psycho Wolverine oder so. Digga, ist das dein Ernst? Als ob irgendjemand hier nach meiner Freundin fragt. Und bist du dir sicher, dass er mich meinte? Hundertprozentig. Der meinte, wo ist einem Nates Freundin? Gib mir einem Nates Freundin. Hat wie so ein Psychopath irgendwie geredet und sowas. Aber Bro, Alter, was will der von meiner Freundin? Ich will es jetzt nicht aussprechen, Digga, aber er will halt, du weißt nee, was. Nee, warte. Ja, Bro, also, wie gesagt, ich muss jetzt sowieso noch einkaufen. Du kannst hier gerne noch ein bisschen mitkommen. Du wohnst ja sowieso in der Nähe. Wenn du willst, alles easy. Dann gehe ich jetzt einkaufen und dann gehe ich wieder nach Hause. Aber, Digga, das kann gar nicht sein, weil ich meine, ich sage dir ehrlich, meine Freundin hat mir niemals irgendwas von einem Ex-Freund erzählt oder allgemein, dass sie so Leute hat, die sie vielleicht klären wollen. Hey, da vorne ist der Ukrainer. Kevin, was geht? Alles klar? Was geht ab, Leute? Hey, wie geht's dir, Bro? Ey, muss man eine Taschenlampe kaufen? Dings, ich wollte euch noch was sagen, ne? Also, ich bin gerade von zu Hause gekommen und wollte hier was einkaufen. Und da kam so ein komischer Typ zu mir. Und bei dir auch? Ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Schau mal, das Ding ist, er hat mir so gesagt, ja, ich habe eben so einen Typen wie dich, der meinte, glaube ich, dich, festgenommen. Okay. Warst du das? Ja, ich war das, Digga. Der hat mich festgenommen, hat die ganze Zeit nach Nates Freundin gefragt, ne? Ey, ja, mir hat er auch die ganze Zeit so gefragt, gibt es hier irgendwelche Mädchen in der Stadt? Okay, und der meinte so, Wali und sowas. Krass, wie so ein Psychopath, Mann. Ey, Jungs, ich sag euch ehrlich, ich gehe gleich nach Hause. Ich verriegel einfach die ganzen Türen und so. Weil wenn er irgendwas mit meiner Freundin machen will, das wäre Krise. Ich rufe sie auch an und sag ihr, dass sie gar nicht nach Hause kommen soll. Ey, Bro, schau mal. Der ist dann. Der läuft da lang. Ist das dieser Typ oder was? Ich glaube, der war das. Ich glaube, der war. Der ist weggerannt. Lass mal kurz zuhören. Hallo, ist jemand zu Hause? Ich will fragen, ob irgendeine Wally hier ist. Wally. Guck. Wally. Genau, der ist das. Hallo. Ey, Jungs, kommt mal mit. Lass mal weiter weggehen. Kommt mal bitte mit. Digga, der Typ ist komplett krank. Er schreit da immer noch rum. Aber wir machen das jetzt auf jeden Fall so. Ich habe jetzt meinen Einkauf erledigt. Ich gehe nach Hause und wir reden einfach per Telefon miteinander. Wenn irgendwas ist, dann rufe ich euch, dass ihr mir da hilft, okay? Weil ich habe echt keine Lust, dass ich da... Ja, Bro. Bro, wie gesagt, du kannst dich immer auf mich verlassen, Digga. Ich habe eine Waffe am Start. Wenn was ist, funk einfach direkt an. Ich komm direkt, Digga. Okay? Perfekt, ja, also Jungs. Junge, pass auf dich auf, ne? Weil, Digga, der sieht echt stark aus. Der sieht echt gefährlich aus, Bro. Mach ich auf jeden Fall, Jungs. Haut rein, ne? Hau rein, ciao. Okay, Freunde, ich habe gerade meinen Wocheneinkauf erledigt. Meine Freundin wollte heute Abend von ihrer Familie zurückkehren. Und ich sag euch ehrlich, dass dieser Wolverine hier in unsere Stadt kommt, ist schon sehr komisch. Ihr müsst euch so vorstellen, die Wolverines wohnen eigentlich gar nicht hier, sondern die wohnen alle bei Wailing Woods. Ihr wisst ja, dass sie auch richtig krasse Fähigkeiten und so haben. Deswegen ist auch meine Frage, so was will er eigentlich von meiner Freundin? Was hat meine Freundin mit ihm zu tun? Und zweitens, so warum jetzt? Warum genau jetzt nach Halloween? Das ist echt gruselig. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mich hinlegen und hoffe, dass da nichts passiert. Aber ich sag euch, ey, ich habe schon gerade ein bisschen Angst. Ja gut, ich schlafe jetzt einfach ein bisschen. Oh, Freunde, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen eingepennt. Wir haben jetzt derzeit 18 Uhr, also meine Freundin sollte in ein paar Stunden auf jeden Fall kommen. Und irgendjemand klingelt die ganze Zeit an meiner Tür.
Alter, ich bin gerade so müde. Wer ist denn da? Hallo? Oh mein Gott, wer bist du? Komm mir nicht zu nahe. Ich habe viele Sachen über dich gehört. Du weißt wahrscheinlich, wer ich bin. Ja, du bist dieser Psycho-Wolverine. Was möchtest du von mir? Und du bist dieser Möchtegern-YouTuber. Ja, was möchtest du von mir? Ich will deine Freundin. Du wirst sie niemals bekommen, hast du verstanden? Du haust jetzt hier von mir ab, sonst töte ich dich, wenn du hier nicht weggehst. Hast du verstanden? Das wird mein Ziel sein. Ich werde deine Freundin schon bekommen. Geh mal bitte weg von hier. Okay, Freunde, er ist jetzt, glaube ich, abgehauen. Ey, Ukrainer und Vasili, hört ihr mich? Ja. Du meinst Oxy, Bro, ich höre dich, ich höre dich. Bro, der war gerade bei mir zu Hause, hat gesagt, er will meine Freundin klären, er wird sie auch bekommen. Und ich habe ihn halt einfach darauf angeschossen und der ist jetzt verletzt Richtung Mall gelaufen, da wo ich vorhin eingekauft war. Kommt bitte kurz zu mir nach Hause, wir müssen einen Plan aufstellen, dass wir ihn erstmal bekommen und dann, bevor meine Freundin da ist, ihn aus diesem Dorf schaffen, Digga. Weil wenn meine Freundin nachher kommt, er darf nicht hier sein, okay? Schnell, kommt her, Bro. Komm rein. Ich komme. Sehr gut. Dieser eine gelbe Typ war bei dir, oder? Ja, genau. Ey, hattest du Angst vor ihm? Sei ehrlich. Bro, ich sag dir ehrlich, der hat mir schon irgendwie Angst gemacht, aber auf eine Art und Weise war er auch so ein richtiger Psychopath, Digga. Er hat gesagt, er wird meine Freundin bekommen, egal was passiert und so weiter, Digga. Also es war auf jeden Fall gruselig. Wo ist Oxy? Oxy, wo bist du? Ich bin hier hinten. Ich bin verletzt, Bro. Alles okay? Bein. Alles okay? Bro, ich habe ihn gesehen, Mann. Ich wollte ihn mit der Angel aufhalten. Ja? Aber er hat mir so ein Messer in mein Bein reingerammt, Digga. Ey, komm. Ey, Jungs, nimmt ihn mit nach Hause. Lasst ihn aufs Sofa ein bisschen versorgen. Ey, Freunde, ich sag euch, ey, ich weiß gar nicht, wo das überhaupt alles noch hirnführen soll. Ey, es ist so gruselig. Ey, hast du irgendwas über ihn erfahren, wo der wohnt? Er hat mir nur gesagt, legt euch nicht mit mir an. Ich werde Nates Freundin bekommen, so oder so. Und dann ist er weggegangen. Digga, also mir hat er erzählt, dass er von Wailing Woods kommt irgendwie. Dass er da komplett durchgedreht ist. Und dass er unbedingt eine Freundin Wailing braucht. Woods. Ja, hast du nicht letztens Nachrichten geguckt, Mann? In Wailing Woods war doch so ein Mordanschlag oder sowas. Da wurden ganz viele Menschen getötet. Oh mein Gott, Bro. Also das habe ich eigentlich nicht mitbekommen, aber falls das jetzt wirklich so sein sollte, dass er uns töten will, dann habe ich auch keine Ahnung, wie ich das machen soll, Digga. Ich habe einfach Angst um meine Freundin, ich habe Angst um alles, Digga. Denkt ihr, meine Freundin ist noch sicher gerade? Warte, ich gehe mal kurz nach oben, ruf sie an, okay? Ja, okay, Bro. Ey, es wird langsam dunkel, nicht, ja, dass Bro, der jetzt irgendwas macht. Warte, ich ruf sie kurz an. Warte, es klingelt bei ihr gerade. Dieser Teilnehmer ist derzeit nicht erreichbar. Freunde, dieser Teilnehmer ist derzeit nicht erreichbar, wurde mir gerade eben gesagt. Oh Mann, jetzt. Digga. Jungs, ich sag euch ehrlich, wir müssen das jetzt irgendwie anders regeln. Meine Freundin geht nicht mehr ans Handy. Denkt ihr, er hat sie geklärt oder so? Ey, deine Freundin, nicht. Die ist doch so loyal, Mann. Die würde das niemals machen, Bro. Die würde das auch niemals machen, das weiß ich auch. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Nimm mal diese Chili, Digga. Das habe ich mir für schlechte Zeiten aufbewahrt. Wir suchen... Nichts. Oh ja? Mein Gott, ihr seid ja komplett am Ausrasten, ey. Wir suchen jetzt einmal das ganze Dorf ab. Geht jedes Haus durchsuchen. Wenn ihr diesen Typen findet, dann bringt ihr ihn zu mir her, okay? Okay, ich habe echt Angst aufhalten. Vor dem. Na, Bro, alles gut, Digga. Wir schaffen das, wenn wir zu dritt sind. Jeder sucht paar Häuser ab. Okay, nicht, dass er sich irgendwo versteckt. Jungs, wir reden über Headset, okay? Ja. Also, ich bin gerade bei Oxy zu Hause. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich, Bro. Also, ich bin gerade bei Oxy zu Hause. Muss ehrlicherweise sagen, dass hier noch keiner ist und dass ich hier niemanden gefunden habe. Jetzt gehe ich weiter zu dem Großfamilienhaus. Hier unten das grüne Haus oder das blaue Haus. Mit einem Spinnennetz. Sie ist ja so gesichtet in der Mall. In der Mall, sie schießt mich in an. Der Mall? Ich brauche Hilfe, ich brauche Verstärkung. Ich komme. Ich höre die Schüsse. Real Oxy, bist du da? Alles okay, Bro? Ich bin da. Was? Nate, er läuft da lang. Verfolg ihn. Ey, in welche Richtung ist er denn gelaufen? Direkt geradeaus. Komm mit. Da hinten ist er. Er geht hoch. Ey, bleib stehen. Bleib stehen. Was ist los mit dir? Ey, wir wollen keinen Stress mit dir. Schau mal, wir wissen nicht, wer du bist. Schau mal, hör uns bitte zu. Wir wissen nicht, wer du bist. Die zwei können mir Angst machen. Hast du falsch gedacht? Guck mal, hör mir bitte zu. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß auch nicht, wo du herkommst. Ich bin Nate und ich weiß absolut nicht, was du von meiner Freundin haben willst. Das sind meine besten Kumpels und die haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass du die ganze Zeit was von meiner Freundin haben willst. Das hast du mir aber auch persönlich bei mir zu Hause gezeigt. Schau mal, du bist mir wirklich zu nahe gedreht. Wenn du irgendwas mit mir persönlich hast, problematisch oder so, dann sag mir bitte das. Aber meine Freundin hat doch nichts damit zu tun. Also, ich bin Wolverine und ich komme von der Wolverine-Familie aus Weeping Woods. Und ich sag dir eins, gib mir einfach deine Freundin und du kannst dein Leben behalten. Du willst mir also gerade drohen, dass ich sterben werde oder was? Ja, gib mir einfach deine Freundin und... Dir wird nichts passieren. Ich versorge dein Leben. Warte mal, wir halten dich hier Waffen am Kopf. Ne? Digga, du bist ja ist alleine. Das dein Ernst? Wir können dich jetzt jederzeit töten. Nein, könnt ihr nicht, wenn ihr wüsstet. Sobald ich getötet wird, wisst ihr, was dann passiert? Was passiert dann? Wenn ich getötet wird, kommt die ganze Wolverine-Familie auf euch los. Und Jungs. Getötet, ihr werdet gefetzelt. Jungs, ich sag euch ehrlich, nehmt ihn mal bitte zu meinem Lager mit. Nehmt ihn mal mit. Was denkst du eigentlich? Komm mit. Wir regeln das Ganze. Ja. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Digga.
Jungs, nehmt ihn einfach mit. Ja, Freunde, wir haben jetzt diesen Psycho-Wolverine. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall fragen, wie er meine Freundin kennengelernt hat, wie er überhaupt auf mich kommt, weil er hat gerade eben gesagt, er kommt aus dieser Familie. Kommt rein durch jetzt. Yalla, yalla. Also ich glaube, dieser Typ kennt mich schon länger. Ey, nächstes Mal wen in unseren Folterkeller bringe ich hier vorne? Ja, komm, bring ihn da rein, Digga. Ich glaube, das hast du sehr gut gesagt, Digga. Sehr gut, sehr gut. Komm, geh jetzt da rein. Schnell. Jungs, ich werde jetzt mit ihm ein bisschen reden und okay, ihr wartet bitte vor der Tür, okay? Hier sind ein paar Folterinstrumente, wenn du brauchst. Oh, vielen Dank, vielen lieben Dank. Bitte setz dich dahin, okay? Ich muss jetzt ein bisschen mit dir ein paar Sachen reden. Also, woher kennst du mich? Also, ich kenne dich von YouTube und wenn du hier denkst, dass du mir Angst machen kannst, hast du falsch gedacht. Ich sag dir jetzt eins. Wir kommen aus der Wolverine-Familie und wir haben eine Schatzkarte entdeckt. Und wir brauchen deine Freundin dafür, weil sie weiß, wo dieser Schatz ist. Und ich brauche sie auch noch für etwas anderes, aber das darf ich dir nicht sagen, das ist zu geheim. Also misch dich nicht bei meinen Gelegenheiten, nein. Ey, gib mir einfach deine Freundin. Schau mal, hör mir mal zu. Ich weiß, dass du das gerade eben gesagt hast, aber du meinst doch vorhin, du willst sie unbedingt Chakalaka machen, Digga. Was heißt das jetzt, du willst Schatzkarte? Du hast so gesagt, du willst sie klären, du bist in sie verliebt die ganze Zeit. Was soll das? Ja, natürlich will ich sie auch klären. Digga, ist das denn ernst? Schau mal, wie stark ich bin. Ich gehe jeden Tag trainieren. Bei Weeping Woods, ich bin einfach der krasseste Mann. Und willst du mir damit sagen, dass du mich überschätzen willst, hä? Du hast Wally gar nicht verdient, schau mal. Nur weil du YouTuber bist, Digga, warte mal. Ey, du musst, ey, ich kenne meine Freundin erstens nicht nur durch YouTube, sondern wir waren beide YouTuber. Also, ich weiß nicht, was du mir gerade unterstellen willst, aber ich sag dir ehrlich, meine Freundin ist immer loyal zu mir gewesen, das wird sie auch immer bleiben. Und wenn du denkst, dass du sie klären kannst, dann hast du falsch gedacht und du wirst jetzt für immer hier verrotten, ganz ehrlich. Meine Freundin wird gleich kommen und dann werden wir das Ganze regeln, okay? Du bleibst vergiss jetzt hier. Nicht, du hast sie nicht verdient. Vergiss es nie, was ich dir gesagt habe. Du vergisst sie. Ey, Digga. Jungs. Ich habe mich gerade ein bisschen recherchiert über seine Familie. Ja? Das seine ist eine Familie, Großfamilie, Mann. Ja, die lebt in Weeping Woods auf dem Berg. Das ist die Wolverine-Familie. Ja, Digga. Das ist eine Assassin-Familie. Ist echt stark. Bro, ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe gerade wirklich Angst, was jetzt noch passieren könnte mit meiner Freundin und etc., wie es auch weitergeht, weil der Typ meinte, dass meine Freundin so mäßig eine Schatzkarte aufmachen kann. Also das heißt, die wollen meine Freundin nicht nur klären, die wollen sie benutzen, Digga. Ich muss sie beschützen einfach, okay? Okay, wir geben alles, um sie auch zu beschützen. Ey, aber kommt mal bitte mit. Ich rufe sie jetzt zu Hause nochmal über Haustelefon an. Ich hoffe, dass sie nochmal rangeht, dass ich ihr dann sagen kann, ey, Schatz, bitte bleib da und so, dass alles geklärt wird, Digga. Weil dieser Wolverine, ne, der ist hier komplett durchgedreht. Ich denke mal, Safety der Midas-Clan, also der Shadow-Midas-Clan aus Agency hat auch was damit zu tun. Weil letztens, der wollte sie ja auch klären. Versteht ihr? Echt jetzt? Ja. Ja, er wollte sie klären. Digga, Iron Man wollte meine Freundin klären. Gefühlt jeder wollte sie schon klären. Aber ich habe mir nie so gedacht, dass sie wegen einer Schatzkarte sie klären wollen. Sondern ich dachte mir immer, okay, weil meine Freundin ist richtig süß. Deswegen wollen sie sie klären. Aber jetzt habe ich es erst erfahren. Alter, was sind das für Psychopathen, Bro? Wir müssen die auf jeden Fall aufhalten. Jungs, kommt mal bitte mit. Ich hoffe, dass ich sie jetzt anrufen kann. Och Gott, bitte. Warte, ich wähle jetzt die Nummer. Okay, es klingelt. Jungs, bitte. Wünsch mir Glück. Sie geht gerade noch nicht ran. Bro, sie hat aufgelegt. Was? Hey, wie? Warte mal, ist das nicht ihr Teddy, Bro? Sie nimmt den doch sonst immer mit, oder nicht? Bro, Jungs, ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Bitte kommt mal mit, Mann. Ich drehe hier jetzt ehrlich noch gleich durch, Mann. Warte mal. Oh Gott. Habt ihr auf Wolverine eingesperrt? Wer von euch hat die Schlüssel? Nein, Digga. Ich glaub, der ist weggerannt. Nein. Oh Gott, Bro, er ist gerade abgehauen. Perfekt. Bleib hier, ey! Ey, er rennt weg! Ich halte ihn auf. Jungs, Digga, das kann doch nicht sein. Komm mit dem Auto. Jungs, steigt in den Auto rein. Schnell, steigt ein. Kommt rein. Das kann doch nicht sein, Mann. Wo ist der überhaupt hin? Ey, stopp! Ey, was ist los mit dir? Ey. Was wollt ihr schon wieder von mir, hä? Hast du irgendwas mit dem Verschwinden von meiner Freundin zu tun? Sie geht nicht mehr ran. Sie hat nichts. Du hast einen riesen Fehler gemacht. Ey, hat deine Familie irgendwas damit zu tun? Du musst uns zu deiner Familie bringen und meine Freundin befreien. Ich bin mir sicher, dass sie entführt haben. Deine Freundin angerufen, das war ein Riesenfehler. Unsere Familie haben jetzt ihren Standort gecheckt und überprüft und dich brauche ich jetzt nicht mehr. Wir wissen schon jetzt ihren Standort. Ey, wir werden dich jetzt hier so lange festnehmen. Lass deine ganzen Waffen fallen, sonst bist du tot. Hast du verstanden? Alle Waffen fallen lassen, schnell! Ey, wir müssen ihn als Geiseln. Trotzdem keine Angst machen. Komm jetzt mit, Mann. Digga, es kann doch ehrlich nicht sein, dass sie meine Freundin mitgenommen haben. Ey, Jungs, ihr müsst mir da ehrlicherweise jetzt heute Nacht zustehen. Ich werde jetzt meine Freundin um ihr Leben beschützen, weil, ich sag euch ehrlich, das ist meine Traumfreundin. Bro, ich hab eine geile Rede, ich hab eine richtig geile Idee. Erzähl mal. Schau mal, die wohnen ja direkt in Weeping Woods. Warte mal, halt mal kurz, Wolverine Gefahr, ich muss mit Nate allein reden. Ja? Schau mal, Bro, wir können das doch so machen. Wir werden an das Auto eine Bombe dran machen und werden das Auto dann auf Autofahrer machen, also auf Auto-System, ja, und dann das wird selber das selber da reinfahren und dann und werden die alle
explodieren. Ey, das ist eine sehr gute Idee. Dann würde ich sagen, ey, steigt mal alle hier ins Auto ein. Ich werde jetzt wartet, fahren. Steig ein, wartet. Steig ein. Was denn? Vier Leute sind bei deiner Freundin. Wenn dir was mit mir macht, wird deine Freundin sterben. Das ist mir wirklich egal, Digga. Ich will jetzt mittlerweile nur noch meine Freundin holen, weil das war einfach gar nicht korrekt, was du jetzt gemacht hast. Ich werde sie jetzt zurückholen, davon, wo sie jetzt war. Und, ja. Was wollt ihr mit mir machen? Fahrt habt, du wirst das schon sehen. Okay, Jungs, kommt mit. Digga, ich habe ehrlicherweise gar keine Lust mehr, was hier gerade los ist, Digga. Ey, wir sind fast da. Die Wolverine-Familie ist auch da vorne. Riecht ihr das, Digga? Riecht ihr das, Chat? Jungs? Boah, hier stinkt's richtig. Okay, Jungs, ey, wir machen das jetzt anders. Mal, steigt mal bitte alle aus. Wolverine, du bleibst jetzt hier drinne. Bleib hier drinne. Ist verstanden, bleib drinne. Ich werde jetzt gleich das Autosystem anmachen. Dann wird das Auto direkt da in dieses Haus da vorne reinfahren. Da, wo die ganzen Wolverines sind, der Clan. Und dann werden wir das ganze Clan und meine Freundin befreien. Freunde, falls ihr den zweiten Teil sehen wollt, dann lasst jetzt unbedingt ein Like da und aktiviert zu 100% die Glocke. Dann werde ich morgen den zweiten Teil hochladen. Und ganz, 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 ganz wichtig, lasst ein Abo auf meinem Kanal da und schreibt irgendwas rein in die Kommentare, damit ich euch im nächsten Video grüßen kann. Ansonsten schaut jetzt alle bei Real Oxy vorbei. Mein Bruder ist kurz vor 10.000 Abonnenten. Es wäre so Ehre, wenn jeder von euch kurz abonnieren würde. Ich verlinke ihn hier kurz beim i und ich tue auch hier kurz seinen Kanal rein. Deswegen abonniert ihn kurz, er macht auch richtig geile Videos. Ansonsten geht es morgen beim nächsten Video weiter, wo wir versuchen, meine Freundin zurückzuholen. Beste Community. Ciao, ciao. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Kuss.